Hallo, mein lieber Schütze, mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Schützen. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Allgemeine Informationen zu meinen Legungen findest du zu Beginn des Videos. Drücke hierfür einfach auf Pause und erhöhe die Bildqualität, wenn der Text bei dir unscharf sein sollte. Und um ein gutes Gesamtbild zu erhalten, schau dir auch gerne die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Und wann welche Legung erscheint, das findest du wie immer unten im Infotext. Mein lieber Schütze, starten wir in deine Legung. Was ich dir schon vorab sagen kann, was auch immer hier gerade los ist, ja. Also das Universum ist hier sehr zuversichtlich, dass sich das demnächst auflösen soll. Da sehe ich nämlich, dass du dich hier von jemandem ja übergangen fühlst oder vielleicht auch verraten fühlst. Das hängt jetzt davon ab, wer diese Person ist. Also das ist etwas, das ist bereits bewusst. Das kann nämlich auch sein, ja, dass das hier eine Person ist, wo diese Verbindung nämlich weitergehen soll, wo sich hier einfach nur zeigt, der eine war zum anderen jetzt nicht wirklich fair. Ja, das kann auch aus Umständen heraus geschehen sein. Ich sehe, dass du hier aktuell unter enormem Druck stehst, irgendwie zwischen den Stühlen hin und her gerissen. Und was sich hier auch zeigt, ja, ist deine Berufung, deine Bestimmung, etwas, das mit deinem Lebenssinn zu tun hat, das hier gerade ein bisschen zu kurz kommt, ja, oder wo du versuchst hier alles zu schaffen. Ja, ich meine, der Tag, der hat nur 24 Stunden, das ist nun mal so. Und das, was ich hier einfach sehe, ist eine zwischenmenschliche Situation. Ja, also vielleicht übernimmst du hier auch gerade sehr, sehr viele Aufgaben für eine weitere Person, ja, kann ja auch durch Krankheit oder dergleichen entstanden sein, ja, aber es ist ein zu viel und das lastet hier auf dir. Und das ist hier eines der Hauptthemen in der Legung, dass dieser Druck hier natürlich abgebaut werden soll, weil das natürlich auf lange Sicht gesehen kein erhaltenswerter Zustand ist. Auf deiner Ebene sehe ich, dass du dich hier auch über etwas ärgerst. Also das hängt hier definitiv zusammen, hängt hier auch mit dem Druck zusammen. Das Gefühl, alles allein machen zu müssen, ja, oder hier irgendwo, vielleicht fühlst du dich auch stehen gelassen in dieser Situation. Ich muss aber trotzdem hinzufügen, ich habe nicht das Gefühl, dass die Verbindung, um die es hier geht, dass sich das dem Ende zuneigt. Also ich glaube, das ist eine Verstrickung. Kann natürlich sein, ja, also ausschließen möchte ich das nicht, weil das hier eine allgemeine Kartenlegung ist. Also ich sehe, dass es hier einfach darum geht, dass ja, dass sich hier ein gravierendes Ungleichgewicht aktuell zeigt. Und jetzt gehen wir noch in die Außenschau. Wir schauen ja auch immer einmal von außen auf deine Situation, um uns einen guten Gesamtüberblick zu verschaffen. Und da sehe ich den Erfolg, mein lieber Schütze. Aber ich habe hier so das Gefühl, dass der Erfolg gerade so ein bisschen nebenbei läuft. Also da bin ich mir sehr sicher, bei einigen zeigt sich das auch schon, kann aber aufgrund dieser Drucksituation gerade nicht so wahrgenommen werden. Für einige ist das hier auch eine Ankündigung, dass sich Erfolg hier anbahnt, ja, so dass du hier mit einem Erfolgserlebnis rechnen darfst. Ich meine, Achtung, das ist dann natürlich auch ans eigene Tun geknüpft, ja. Wenn du hier etwas machst oder auf etwas hinarbeitest, dann zeigen uns die Karten hier dann dementsprechend eine Tendenz, ja, die Mühe soll sich bezahlt machen. Aber ich sehe hier bei einigen, dass das so ein bisschen nebenher läuft, ja. Aber wichtig ist, nimm das ein bisschen, versuche es ein bisschen mehr ins Zentrum deiner Aufmerksamkeit zu rücken, weil ich hier einfach auch eine sehr heilsame Energie wahrnehme, die dir auch hier behilflich sein soll. Jetzt schauen wir aber in die Blockaden. Was ist aktuell herausfordernd? Was ist blockiert? Beziehungsweise was blockiert hier dein Vorankommen?
Ich sehe hier auf der zentralen Ebene, du bist ja mitten in einer wichtigen Entwicklung für dich. Ja, also das ist ja auch sehr schicksalhaft. Es geht hier um Weiterentwicklung, hat auch mit deiner Bestimmung, mit deiner Berufung zu tun. Und da hast du auch aktuell das Gefühl, auf der Stelle zu treten. Ja, also du kannst hier gerade nicht so viel Zeit hinein investieren oder auch kannst der Sache gerade auch nicht so viel Aufmerksamkeit geben, wie du es gerne möchtest. Ich möchte hier nur hinzufügen, das ist ein temporärer Zustand. So etwas kann natürlich immer wieder vorkommen. Ja, also das ist nichts Ungewöhnliches und es geht hier offenbar auch darum, dass diese Bewegung hier weitergeht. Und offenbar ist es ganz besonders entscheidend, dass diese zwischenmenschliche Angelegenheit geklärt wird. Und da gehen wir jetzt gleich auf deine Ebene, denn hier sehe ich eine dir nahestehende Person. Also das ist jetzt sicher das Thema, das sich hier zu Beginn der Legung gezeigt hat. Natürlich können das auch mehrere Personen sein, ja, also nur als Zusatzinformation, aber für die meisten ist das hier eine konkrete Person. Also wenn vorhanden, tendenziell der eigene Partner, die eigene Partnerin, jemand aus dem engeren Freundeskreis, jemand, mit dem du zusammenarbeitest, enger zusammenarbeitest, kann natürlich auch jemand aus dem engeren familiären Umfeld sein. Für die meisten aber nehme ich hier schon eher ein Thema im Bereich einer bestehenden Partnerschaft wahr oder etwas Berufliches. Freundschaft ja auch, Familie eher weniger. Also das ist da eher die Ausnahme, ja, also nur, dass du es in etwa eingrenzen kannst. Aber ich nehme an, du weißt, wer diese Person ist, ja. Also das liegt ja schon ganz klar. Da sehe ich, da wünscht man sich eine Klärung, auch teilweise einen Neustart in dieser Verbindung. Ja, also da hat sich irgendetwas entwickelt, das ungünstig ist und das sehen wir hier auch. Das schlägt sich ja auch auf deine Stimmung. Und was sich hier auch zeigt, ist, dass hier etwas ausgesprochen werden soll. Ob du das dann machst oder nicht, das ist natürlich deine Entscheidung. Ich kann hier nur erkennen, ja, Informationen werden zurückgehalten. Vielleicht geht es ja auch einfach darum, dass du hier gerade in dieser Verbindung mehr zu tragen hast als dein Gegenüber. Ja, da kann es dann eben auch darum gehen, dass man sich hier öffnet. Die Frage ist natürlich auch, wer ist diese Person? Und was auch entscheidend ist, man kann sich auf dieses Gespräch ja natürlich auch vorbereiten. Ja. Denn ich sehe, dass du das gerne möchtest, also du möchtest etwas klären, du möchtest hier auch Erleichterung, das kann ich ja auch herauslesen. Aber es ist natürlich eine Überwindung, das anzusprechen, weil du diese Person, so wie ich das sehe, nicht kränken möchtest, ja, oder dieser Person auch nicht vor den Kopf stoßen möchtest. Das ist natürlich auch klar, nur die Sache, die hier in dir arbeitet, ja, also dieser Unmut, der sich hier zeigt, das ist auf lange Sicht nicht wirklich so gesehen gesund, ja, das wird dann indirekt die Verbindung belasten. Deshalb ist es, denke ich, schon auch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, wie sage ich das, ja, was hier in mir arbeitet. Also ich sehe hier schon eine Möglichkeit, dass das hier definitiv geklärt werden kann. Jetzt gehen wir hier noch auf die zwischenmenschliche Ebene. Wir schauen uns hier immer eine Blockade an, die ganz konkret mit anderen Personen oder aber einer bestimmten Person zu tun hat. Und da sehe ich das Thema Grenzen setzen. Das war auch, diese Karte ist doch in der Löwe-Legung gefallen, aber das haben wir in den letzten Wochen schon festgestellt, hier schon einige zu, die sowohl Schütze als auch Löwe im astrologischen Profil haben. Also ist es auch durchaus möglich, dass sie ja auch wieder Querverbindungen in den Legungen sind. Also nur als Hinweis. Hier sehe ich, es geht ums Thema Grenzen setzen. Also ich sehe hier ein Geben und ein Grenzen setzen. Und das bedeutet in diesem Zusammenhang, wenn ich mir das restliche Bild so ansehe, also du gibst und gibst und gibst, aber es kommt hier irgendwie gerade nicht viel zurück. Das kann auch sein, dass es dieser Person gerade nicht so gut geht. Ja, und deshalb ist es wichtig, mein lieber Schütze, dass du auf deine Kapazitäten Acht gibst. Ja, das heißt jetzt nicht, dass du diese Person vor die Tür setzen sollst oder abweisen sollst, sondern dass es wichtig ist, dass du hier lernst, deine eigenen Grenzen zu erkennen, deine eigenen Kapazitäten zu erkennen
weil das auf Dauer natürlich zu viel werden wird, ja, oder vielleicht bereits jetzt schon zu viel ist. Deshalb ist es vielleicht ganz hilfreich, vielleicht von dieser Sache das Thema anzusprechen, weil ich habe nicht das Gefühl, dass die Person, die sich hier zeigt, die irgendetwas Böses möchte. Also das, deshalb glaube ich, ist es auch so schwer, das Thema anzusprechen. Also das ist schon eine heikle Angelegenheit, aber ich denke, dass du das sehr gut hinbekommen wirst. Und da schauen wir jetzt gleich in die Lösungsimpulse vom Universum, was du hier tun kannst, um deine Situation zu verbessern. Zum einen sehe ich hier auf deiner Ebene, also es geht hier um eine Veränderung, das liegt hier auch auf der Hand. Es geht hier vornehmlich auch darum, ja, Ballast abzubauen, ja, also das sehe ich hier, ganz klar, und du möchtest dich auch neu ausrichten. Auch in den Blockaden nehme ich wahr, es geht für dich auch ja um einen Anfang und um eine Erleichterung. Und hier haben wir den Hinweis, dass du hier auch dementsprechend Zeichen erhältst, ja, also du wirst hier geführt, dein Weg ist beschützt. Das ist hier eine Station in dieser Verbindung, die jetzt nicht ganz angenehm ist, aber auch notwendig. Das ist auch schicksalhaft. Und dir werden hier, wie gesagt, Zeichen gesendet, vielleicht auch in Form von Synchronizitäten, denn diese Karte ist eben auch ein Hinweis dafür, also diese Doppelt- und Dreifachzahlen, vielleicht auch bestimmte Uhrzeiten, können natürlich auch Symbole sein, Krafttiere etc. oder Hinweise, ja, die ganz individuell auf dich zugeschnitten sind. Also halte hier Augen und Ohren offen, dir werden hier Zeichen gesendet, mein lieber Schütze. Schauen wir mal weiter. Hier geht es jetzt um diese Belastung. Ja, also du kannst diese Last auch noch weiterhin tragen. Ja, nur möchte dir das Universum hier auch klar machen, was diese Weiterentwicklung betrifft. Durch diese Zusatzbelastung, mein lieber Schütze, die sich hier einfach zeigt, also eben das Thema zu Beginn der Legung, läuft das natürlich ein bisschen langsamer ab, ja, weil hier einfach zu viel los ist. Du entscheidest aber, ob du diese Last ablegen möchtest oder nicht. Ja, und das sage ich auch ganz bewusst, du entscheidest das, denn manche meinen, dass es hier keine Wahl gibt, aber du hast die Wahl, also das wird mir hier schon ganz klar gezeigt. Ich denke, ja, für manche ist es auch wichtig zu erkennen, das wird sich wieder auflösen, ja, also du kannst das hier natürlich noch weiter tragen, aber du kannst dir hier natürlich auch schon rascher, du kannst dir schon rascher dafür sorgen, dass sich hier eine gewisse Erleichterung für dich zeigt. Es liegt in deinen Händen. Diese Weiterentwicklung, die läuft dir hier nicht davon, mein lieber Schütze. Ja, das ist dir auch bestimmt. Das ist hier sehr, sehr schicksalhaft. Da geht's auch um deinen Lebenssinn, und manchmal geht's einfach schleppender vorwärts. Ja, und das zeigt sich hier eben in Verbindung mit dieser Zusatzbelastung, ja, die wir hier bereits besprochen haben. Schauen wir mal weiter. Wir sind jetzt hier auf der zwischenmenschlichen Ebene. Also das Universum sagt, es ist wichtig, miteinander zu sprechen. Es kann auch durchaus sein, dass die Person, um die es hier geht, ja, vielleicht zögerst du vielleicht auch deshalb davor, das Thema anzusprechen. Kann nämlich durchaus sein, dass diese Person hier nicht gleich einer Meinung mit dir ist, ja, oder dass du hier auf Ablehnung stößt. Nur geht's hier einfach um etwas, mein lieber Schütze, das einfach, ja, zu viel ist. Also ich denke, sich damit auseinanderzusetzen, wie man das sagt, könnte hier auch dazu führen, dass sich diese Verbindung weiterentwickelt. Ja, also vielleicht ist es hier ganz hilfreich, wenn du dich ja in die Situation dieser Person versetzt und das vielleicht für dich mal durchspielst. Ja, wie müsstest du das hören, oder welche Worte wären für dich hier richtig oder wären für dich hier heilsam oder
würden dir hier dabei helfen zu erkennen, dass es hier wichtig ist, dass sich etwas verändert. Ja, beziehungsweise wichtig ist es, dass du hier ganz klar kommunizierst, was deine Kapazitäten betrifft. Was ich hier aber auch sehe, ist, da kommt noch etwas auf dich zu. Ja, also du wirst hier, also du sollst hier demnächst in den, das sehe ich aber eher im Bereich der nächsten Tage bis ein bis maximal 2 Wochen, aber eher innerhalb der nächsten Woche für alle, die eine Zeitangabe ja unter Vorbehalt haben möchten. Dir wird hier etwas auffallen oder du wirst einen Hinweis erhalten. Irgendetwas soll sich hier auch dementsprechend fügen oder vielleicht geschieht hier auch noch etwas, was hier vielleicht auch dazu führt, dass du das Thema endlich ansprichst oder eben wo du hier erkennst, was du hier sagen kannst. Also du erhältst hier Unterstützung und das sehe ich eben auch hier in Verbindung mit dieser Ebene. Also das können hier durchaus auch Zeichen sein. Deshalb ist es hier auch wichtig, Augen und Ohren aufzusperren, ja, für die Zeichen, die dir hier gesendet werden. Und da sehe ich noch eine weitere Person. Also es kann auch sein, dass du dich hier mit jemandem austauscht. Das sehe ich hier aber tendenziell eher mehr dann im Freundeskreis, ja, also eher im Freundeskreis. Wenn du mehr auf Berufliches schaust, kann das natürlich auch ein Expertenrat sein, also ein Kontakt, der hier in den nächsten Tagen zustande kommt, denn das sehe ich hier eben auch mit diesem Hinweis. Diese Person, die sich hier zeigt, die ist bereits bekannt, also kann es sein, dass man hier vielleicht zufällig miteinander telefoniert oder dergleichen. Und was ich hier aber auch noch sehe, ist eben genau die Person, um die es hier geht, ja, dass man hier am Schluss doch zueinander findet und sich hier irgendwo einig wird. Vielleicht braucht diese Person dann auch, du kennst diese Person, denke ich, sehr, sehr gut. Und wenn diese Person hier vielleicht, also bei manchen sehe ich das, deshalb sage ich es jetzt einfach, das muss jetzt auf dich nicht zutreffen, ist nur ein Beispiel. Kann sein, dass diese Person, wenn es hier um Kritik geht oder dergleichen, ja, vielleicht 1-2 Tage braucht, um das sacken zu lassen und dann klappt das Ganze, ja. Also ich sehe, dass du hier jedenfalls einen Hinweis erhalten wirst, der dir dementsprechend auch Sicherheit gibt, ja, dieses Thema endlich anzusprechen. Und jetzt schauen wir noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Hier unten auf der zwischenmenschlichen Ebene sehe ich einen Neubeginn, ja, also sich wertschätzend auch begegnen. Das kann ich hier wahrnehmen. Man kann hier neu starten und da sehe ich ganz eindeutig diese Verbindung hier. Ich sehe auch, dass die Belastung abnimmt. Das wird vermutlich ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, je nachdem, um welche Lebensumstände es hier auch geht. Aber ich sehe, die Last nimmt bereits ab und vielleicht schon allein dadurch, weil man sich hier einander öffnet. Eine Last ist hier schon noch zu tragen oder eine Zusatzlast, aber die ist schon wesentlich kleiner, mein lieber Schütze. Also das sehe ich hier in dieser Verbindung und ich sehe einfach auch, man findet hier zueinander. Auf deiner Ebene sehe ich auch, hier wird etwas fertiggestellt und es geht hier um ein Hindernis. Daher gehe ich auch davon aus, also das, was sich hier zeigt, ja, das, was hier abgehakt werden kann, das ist hier eben diese komplizierte Situation mit dieser Person. Da sehe ich eben eine Hürde kann hier übersprungen werden. Ein Hindernis wird hier aus dem Weg geräumt. Also das wird hier abgeschlossen, was auch bedeutet, hier wird auch eine Last abgeworfen. Und auf der zentralen Ebene habe ich hier auch den Hinweis, ein Licht soll dir hier aufgehen, etwas wird dir hier klar. Also das war jetzt wieder in ganz vielen Legungen diese Woche, mein lieber Schütze. Das dürfte hier eine kollektive Energie sein, ja. Also wir dürfen hier mit Aha-Momenten rechnen. Und da sehe ich eben auch, dass es um eine Erleichterung geht und tendenziell ein Thema, das dich schon länger begleitet. Und da nehme ich aber auch wieder dieses Thema mit dem Druck wahr. Und da zeigt sich, ja, dass es
zu fließen beginnt, was hier auch bedeutet, dass das Thema, ja, dass sich hier auch mit dem Erfolg in Verbindung zeigt, also deine Bestimmung, deine Berufung, vielleicht auch ein bestimmtes Talent oder dergleichen, dass das hier wieder mehr in den Vordergrund gerückt werden kann. Also du darfst hier offenbar mit einem Aha-Moment rechnen. Eine wirklich spannende Legung, mein lieber Schütze. Wir kommen jetzt aber zum Abschlussritual. Und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du über neue Legungen informiert werden möchtest. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich. Glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.